So, einmal bitte. Raki springt hektisch zwischen den Bohnen und deiner Schulter hin und her. Einmal Himmelsritt. Oh, da. Okay, einmal noch hier. Okay, dann nochmal hier die Pokémon wieder fit machen. Okay. So, Pokémon-Liga, ich komme. Gibt es dann hier noch einen Rivalenkampf jetzt eigentlich vorher? Keflin! Ja, scheinbar schon. Puh, endlich habe ich dich eingeholt. Ich habe mir auch einen Erdorn verdient, damit ist der Weg zur Pokémon-Liga frei. Die Top 4 sollen ja unfassbar stark sein, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, stimmt's? Wie sieht es bei dir aus, Keflin? Fühlst du dich der Herausforderung gewachsen? Zeig doch mal, was du und deine Pokémon so drauf habt. Also, das kannst du gar nicht. Das kannst du gar nicht vorstellen, wie bereit ich bin. Okay, Taubos. Gut, dass Nocturne vorne ist. Also gut. Könnte natürlich jetzt auch wieder negativ sein, aber. Schauen wir mal. Okay, Stufe 50 ist er. Ja, warte mal. Doof. Aber steckt noch schon jetzt ganz gut weg. Okay, reicht leider nicht. Och, nicht Saubdöbel. Oh nö, lass mich doch in Ruhe damit. Doch, jetzt kommt noch ein Top-Trank. Dann jetzt nochmal bitte. Okay, Nocturne trifft zum Glück. Okay, Nocturne Level 54. Okay, Giflor, ja, wechsle ich mal raus zu Taubi. Oder nee, warte mal. Ich gehe mal auf Unona. Der ist erst Level 53. Der kann noch ein paar EP vertragen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass in der Siegestraße jetzt unbedingt noch so Pokémon kommen, die ich mir fangen möchte. Gut, könnte natürlich sein, dass es da noch sowas wie Marshock gibt. Und Georok. Wobei Georok habe ich ja, glaube ich. Boah, Toxi. Gary, du nervst mit deinen Pokémon. So, jetzt haben wir den Flammenwurf hier. So, was hat er jetzt noch? Also gut, den Pikachu, Raichu wird er ja auch noch haben. Setzt dieses Knogger ein. Dann kommt da Omot. Und dann wird er noch Raichu haben. Nehme ich mal ganz stark an. Einmal Megasauger. Okay, reicht nicht aus, okay. Okay, Energiefokus. Super.
Jetzt noch Raichu, genau. Und da kommt dann natürlich Arbok zum Einsatz. Wer auch sonst. Okay, Erdbeben. Okay, hält's nicht, aber sehr schön. Ich komme immer noch nicht gegen dich an, obwohl ich mein Team so gut trainiert habe. Weißt du, seit wir kleine Kinder waren, hatte ich immer das Gefühl, mich um dich kümmern zu müssen. Ich wollte dir mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, wie alles funktioniert. Aber in Sachen Pokémon-Training bist du mir einfach ständig einen Schritt voraus. Das ist irgendwie so frustrierend. So kenne ich mich gar nicht, aber ich schätze, das gehört einfach dazu, wenn man seine Rolle als Pokémon-Trainer wirklich ernst nimmt. Ich weiß, dass ich mich damit wahrscheinlich lächerlich mache, aber noch gebe ich nicht auf. Dieses eine Mal musst du mir noch den Vortritt lassen. Okay, einmal den Beutel. So, Hyperheiler auf Vulnona. Und der Rest muss ja erstmal nicht geheilt werden. Raki scheint jede Menge Selbstvertrauen getankt zu haben. Okay, hier war ein Habitak. So, jetzt geht's endlich Richtung Siegelstraße. Hier dürfen nur wirklich starke Trainer, Pokémon-Trainer passieren. Oh, du hast einfach den Felsorden bei dir? Dann lasse ich dich natürlich vorbei. Sieht auch voll cool aus hier. Ja gut, das lese ich jetzt nicht alles vor. Das ist halt jedes Mal dasselbe, halt nur mit einem anderen Ohren. Sind irgendwo Items versteckt oder so? Ne, scheinbar nicht. Da ist was. Goldene Nanabbeere. Ja gut, Nanabbeere. Ja, Himbeere wäre natürlich besser gewesen. Aber gut. Man nimmt, was man kriegen kann. Okay, das ist noch ein Schwimmer. Achso, ja, der fragt wegen den Ohren, ne? Ja, genau. Da ist noch ein Item. Da war ein Carpador. Goldene Himbeere, das ist schön. Die werde ich doch mit Freude einsetzen. Ups. So, spawnt hier nichts weiter? Ah, ein Quapuzzi. Okay, dann versuche ich dich mal zu fangen. Ach, Mist. Aber sowas von gar nicht im Kreis. Noch nicht mal in der Nähe. Das reicht doch nicht aus zum Fangen. Ach, Mist. Wollt der Ball nicht so wirklich um die Kurve rum? Ja, schon besser. Okay, perfekt. Damit haben wir jetzt auch einen Quapuzzi. Oh, und Taubi ganz kurz vom Level ab. Wird es angegriffen, versetzt es seine Gegner mit dem Spiralmuster auf seinen Bauch in den Schlaf und flieht. Stimmt, das kann es ja an sich gleich halt drehen, ne? Das sieht man ja auch im Anime. So, da ist ein Nidoran, da ist ein Habitak, da ist ein Item versteckt.
Goldene Nanabeere. Ich würde schon sagen, will der mich jetzt gar nicht kontrollieren? Moment, was war das denn gerade für ein Ruf? Ah, ich dachte es mir doch, das kenne ich doch. Ein Ober haben wir ja auch noch nicht. Doch, großartig. Oh, ich habe gedacht, das wäre jetzt eigentlich einfach fabelhaft, aber ja gut. Ja, doof. Na komm, Obei. Mist, das war zu langsam. Ich überlege gerade. Ich glaube, Obei konnte man in der zweiten Gen relativ früh bekommen, ne? Mit Kopfnuss von den Bäumen. Auf Level 10 dann oder irgendwie sowas. Wäre dann vielleicht auch mal cool, dann Obei mit ins Team zu nehmen. Obeis kleine Köpfe ziehen sich gegenseitig an und drehen sich. Es braucht 6 von ihnen, um die Balance zu halten. Quasi wie so ein Sonnensystem. So, das ist noch Nidorina. Die habe ich ja alle trainiert und entwickelt. Muss ich also nicht fangen. Goldene Sanabeere noch. Und da ist die letzte Wache. Okay, dann mal ab in die Siegestraße. Okay, wo ich jetzt zum Glück die Steine nicht durch den ganzen Raum schieben muss. Zack. Wie halt auch immer sowas funktioniert, aber gut. Ist da was? Nein. So. Da ist eine Trainerin, da sind Items. Hier ist ein Trainer-Coach. Ich sehne mich nach einem Kampf. Sehnst du dich auch nach einem Kampf? Nun denn, die Zeit für einen Kampf ist gekommen. Okay, ich glaube, er mag kämpfen. Würde ich jetzt mal so ganz spontan sagen. So, Trainer-Coach Erik. Oh, setz die du ein, okay. Bin ich schneller? Ich hoffe. Nee, okay. Gut. Dann... hoffe ich nicht, dass er jetzt Feuerschlag oder Eishieb einsetzt. Okay, Durchbruch, alles gut. Damit kann ich durchaus leben. Wow. Das sieht aber ganz, ganz wenig ab. Oh, der nimmt hier gerade mein Team auseinander, glaube ich. Oh, das ist nicht gut. Das hält ja richtig was aus. Okay. Na gut. Wie viel das blöde Ding aushält. So, das müsste es dann, glaube ich, jetzt gewesen sein. Ja, gut. Super. Ich denke, es ist noch so wenig EP nur. Einfach überwältigend. Ein vorzüglicher Kampf, dafür hast du dir das hier verdient. 10 Evoli-Bonbons. Bei Gelegenheit würde ich das gerne wiederholen. Ach, nee, lass mal. Habe ich jetzt keine Lust mehr drauf.
Einmal der Beleber für Omot. Und der Hypertrank für Omot. Okay. So, hier ist aber wieder so das Problem, dass man sich entscheiden muss, welches Item man nimmt. Oh, und da ist ein Maschok, glaube ich. Ich hatte gerade überlegt, ob ich schon mal Macholo noch irgendwie ein Team hatte, bis es sich entwickelt hat, aber nein, scheinbar nicht. Doof. Okay, perfekt. Okay, und es bleibt drinne. So, 625 EP. Ach, Evoli ganz kurz wieder vom Level up. Der Gürtel an seiner Hüfte dient dazu, seine Kraft zu begrenzen. Ohne ihn wäre Maschok nicht zu bändigen. Auch cool. So, warte mal, wie weit muss ich jetzt weggehen, damit sich das Ding resettet? Ich glaube, ziemlich weit, ne? Okay, ich kämpfe erstmal gegen sie hier. Ich trotze nur so vor Selbstvertrauen. Glaubst du mir? Glaubst du, du kannst es mit mir aufnehmen? Ich hoffe. Ich hoffe, ich hoffe. Naomi. Okay, setzt Kangama ein. Gar nicht mal so schlecht. Denn dann kommt jetzt hier der Durchbruch. Okay, das macht jetzt nicht so viel Schaden zum Glück. Okay, Rakerich Level 55. Okay, als nächstes kommt Bisaflor. Na dann, Vulnona. Ich hab da was für dich. So, einmal den Flammenwurf. Die Matschbombe. Ja, es war so klar. Ach ja. Oh, cool. Oh, danke, Vulnona. Ich hab dich auch lieb. Okay. Verloren. So, dann kommt da nochmal ein Trainer. Okay, nochmal drei Hyperbälle. Dann gehe ich mal ganz kurz hier hoch. Und dann wieder runter. Und dann, genau, da hat er sich resettet. Und ich kann mir das andere Item holen. Weil bei manchen Spielen reicht es ja aus, wenn man halt ja aus der Sichtweite geht. Nur hier nicht. Scheinbar. Okay, Tarnsteine. So, dann kämpfen wir mal noch gegen den Typen hier. Zwei Maschok. Hi. Du siehst aus, als hättest du was drauf. Wie wäre es mit einem Kräftemessen? Oh, können wir schon machen. Galoppa. Okay.
Da wechsle ich mal raus zu Arbok. Also was halt hier wirklich irgendwie so ein bisschen fehlt, sind halt irgendwie so Wasserattacken. Die ich in meinem Team habe, aber na gut. Geht halt auch ohne. Aua. Ja, von mir, ich glaube, der ist jetzt auch schneller, ne? Ich kassiere jetzt, glaube ich, noch einen. Ja. Zum Glück kein Volltreffer. Jetzt. Es kommt Starmie. Ja, komm, ich gehe auf Omort. Aber gut, das sollte auch ein bisschen schwerer sein, von daher habe ich ja die Pokémon hier so gewählt, wie ich sie gewählt habe. Boah, aua. Ha. Okay, ich hoffe, ich überlebe jetzt eine Psychokinese. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Nee, Mist. Okay. Dann mal der Biss. Okay, jetzt kommt noch ein Surfer. Okay, perfekt. Bulnona Level 54. Satzenia kommt. Ich hatte gerade was von Bulnona gesagt, ne? Da kannst du jetzt gleich nochmal ran. So, Satzenia glaube ich aber auch schneller. Nee, doch nicht, okay. Okay, hält auch keinen Flammenwurf aus zum Glück. Ich denke mal, da wäre auch wieder sowas wie Matschbaum oder sowas gekommen. Ich dachte, ich könnte es schaffen. Tja, falsch gedacht. So, einmal mal die Medizinkörper hier rausholen. Okay. Und dann der Hypertrank. Ich kann mir ja zum Glück vor der Liga noch mal welche kaufen. Okay. Gut, sind wir hier in dem Stockwerk fertig. Dann gehen wir mal hier weiter. Na? Okay, die... Man sieht die Plattform, aber... Ach, Mist. Aber man sieht noch nicht Labrados. So, einmal die Flucht bitte.